So, was geht ab, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar soll ja der neue BMW M8 kommen. Der 8er ist ja schon draußen. Ich glaube, der 850 ist ja auch schon draußen. 840 und 850 ist ein echt krankes Auto, aber gebt euch mal diesen Zeitungsbericht hier. Polizeimeldung Ostschweiz. Lenker, 19 Jahre alt, unterschätzt Power von seinem Leih-BMW. Ein 19-Jähriger hatte am Dienstag in Niederutzwil die Leistung des geliehenen Autos unterschätzt. Er verlor die Kontrolle und prallte frontal in ein Treppengeländer. Ja, Punkt 1, also ich meine, das ist ein Fahranfänger, aber Punkt 2, so viel Leistung hat er jetzt auch nicht. Ich meine, das ist ein, was hat der? 340 PS, denke ich mal, ja. Aber da stellt sich mir halt die Frage, ich meine, welches Unternehmen verleiht einem 19-Jährigen ein 840? Ich meine, man hat ja schon Schwierigkeiten unter, ich weiß nicht, 25 überhaupt einen 5er zu bekommen oder so. Ich meine, bis 21 kriegt ihr einen verfickten 3er, einen 1er, eine C-Klasse, eine A-Klasse, sowas. Aber mehr auch nicht. Naja, keine Ahnung. Der 19-Jährige fuhr am Dienstag kurz nach 11.20 Uhr auf der Hirzenstraße in Niederutzwil mit einem geliehenen BMW 840 und beschleunigte diesen. Dabei unterschätzte er die Leistung des Autos und verlor folglich die Kontrolle darüber, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heißt. Naja, also hier seht ihr den BMW, auf jeden Fall ein Achter weniger. Und ja, Wertsteigerung für die, die sich einen Achter gekauft haben, denn es ist auf jeden Fall einer weniger. Also krank. Naja, was soll ich dazu sagen? Also hier der neue BMW M8. Front kann man einfach nur sagen, ist einfach krass. Das Auto ist übertrieben gelungen, nicht so wie die anderen BMWs mittlerweile. Okay, der 3er ist eigentlich auch okay. Hier von hinten auch überkrass. Andere Liga auf jeden Fall. Wie gesagt, hier von vorne. Ich glaube 13 Bilder gibt es jetzt. Ja, Mann. Von hinten die Rückleuchten erinnern mich jetzt an den Z4, der rausgekommen ist. Finde ich auch geil. Okay, außer die Front vorne ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hinten der Z4, boah, der killt auch alles. M8, ja, das Geschoss ist zu krank. Naja, BMW M8 ist nicht nur das Topmodell der reaktivierten Achterbaureihe mit bis zu 625 PS, 4,4 Liter V8, also der wird noch einiges schlucken. Ah, man hat hier die Wahl zwischen 600 und 625 PS und dem Competition. Hier das Coupé in gerade einmal 3,3 Sekunden auf 100. Brettert gut. Ich denke, der ist auch Allrad. Ah ja, weshalb sich der X-Drive Allrad, ja. 305 km/h läuft der. Ich denke, der wird auf jeden Fall mehr schaffen. Das kann ja nicht sein. 305 schafft ja mein 1er offen. Wir haben den nicht ausgefahren. Da wird auf jeden Fall einiges mehr gehen. Naja, krankes Auto, hier startet bei 168.000 Euro, Feierabend. Naja, was gibt's hier noch? M8. Ja, das Interieur ist einfach auch übertrieben gelungen. Ich meine, bei den neuen aktuellen Modellen, gerade zu Z4, 3er, der neue 1er, da ist das Navi hier anliegend. Sieht nochmal ein Stück besser aus, aber ich würde mal sagen, wir geben uns einfach mal das Video hier von... Oh, von Autobild. Oh my goodness. Zu einem richtigen Supersportler hat es bei BMW nicht gereicht. Aber angesichts des mäßigen Erfolges beim Audi R8 ist dieser hier bei BMW vielleicht die bessere Wahl. Mit dem neuen M8 wollen die Bayern in einer Liga mit Mercedes AMG GT, Audi R8 oder Porsche 911 fahren, ohne auf ein komplett neues Auto bauen zu müssen. 2019 holen die Bayern nach, was sie sich in den 1990ern beim ersten Achter mit Ausnahme eines einzelnen Prototypen nicht getraut haben, einen M8. Und der kommt gleich zweifach, als Coupé und als Cabrio. Und eigentlich sogar vierfach, denn beide kommen jeweils als Grundmodell mit 600 und als Competition-Version mit 625 PS. Klingt gewaltig, fährt gewaltig. Der Sprint aus dem Stand auf 100 gelingt in etwas mehr als 3 Sekunden, auf 200 in etwas mehr als 10 Sekunden. Schluss ist erst bei 250 km/h. Gegen Aufpreis mit dem M-Drivers Package sind 305 km/h drin. Schnell geradeaus ist bei einem Sportwagen die eine Sache. Viel wichtiger ist aber die Kurvenperformance. Und auch hier hat BMWs M GmbH ihre Hausaufgaben gemacht.
Der serienmäßige Allradantrieb liefert im Sportmodus einen hohen Kraftanteil an die Hinterräder. Bei deaktiviertem ESP wird der M8 zum Driftkünstler und schickt die vollen 750 Newtonmeter Drehmoment des 8-Zylinder-Biturbos an die Hinterachse. Die Auslegung von Federn und Dämpfern habe der Rennwagen M8 GTE beeinflusst. Trotzdem soll auch für den Alltag ausreichend Restkomfort vorhanden sein, so BMW. Zudem hat sich M mit der Bremsanlage beschäftigt. Klar sind immer riesige Bremsscheiben an Bord, gegen Aufpreis auch aus Keramik. Neu ist aber, dass der Fahrer zwei verschiedene Kennlinien auswählen kann. Komfortabel im Alltag, direkt und hart auf der Rennstrecke. Technisch kann der neue BMW-Sportwagen also problemlos mit der Konkurrenz mithalten. Soweit die Theorie. Ob der auf der Rennstrecke gegen Mercedes AMG GT, Audi R8 oder Porsche 911 bestehen kann, testen wir bald. Versprochen. Bis dahin blicken wir noch auf die technischen Daten und genießen den Sound. BMW M8 Competition Hubraum 4395 Kubikzentimeter, Leistung 625 PS oder 460 kW. Von 0 auf 100 geht es in 3,2 Sekunden, Spitze mit dem M-Drivers Package 305 km/h. Bleibt der Preis, das Coupé kostet als Competition-Version mindestens 168.000 Euro plus Extras. Damit liegt es auf dem Niveau des Mercedes AMG GTR. Was? Auf jeden Fall übertrieben geiles Auto, aber eins kann man sich sicher sein, ich meine, das Fahrzeug kann sich so oder so keiner leisten. Ich meine, wie bei AMG ein GTS oder so, ich meine, wer kauft sich die Scheiße? Der ein oder andere Geschäftsmann liest sich so ein Ding, aber das war's glaube ich auch schon. Ansonsten ist ein übertrieben geiles Auto, wie gesagt, hier gibt es noch ein Video von Auto Express dazu. Naja, die haben ja ganze Zeit gesagt 305 km/h Herstellerangabe mit dem Drivers Package. Ich denke, der wird auf jeden Fall mehr machen, 330 oder so. Aber wer fährt schon so schnell? BMW has finally applied the proper M-Division treatment to the flagship 8 Series. And this is it, the new M8 Competition. Der Sound ist übertrieben fett. Ich meine, da brummt sowieso ein fetter V8, aber krank. There are two flavors of M8 Competition. The Coupé for 123,430. Ich finde jetzt persönlich, in Rot ballert er nicht so, in Blau sieht er schon geil aus. £5 or the convertible for £7,000 more. And for that you get lots of black trim for the grille, wing mirrors and rear diffuser. A front bumper with larger air intakes, 20-inch forged alloy wheels and a tiny lip spoiler on the boot lid. Inside there are very few changes over the M850i M performance model. Yes, there are new sportier seats, red M steering wheel buttons, additional carbon fiber. Die Innenausstattung feiere ich jetzt nicht so, also von den Sitzen her, die Farbkombination, dieses komische Beige-Schwarz, feiere ich persönlich jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ob es da noch eine andere Alternative gibt, keine Ahnung. I have a detailing and a leather clad gear selector in place of the crystal cut unit seen elsewhere in the range, but it's hardly a big overhaul. But the big change is under the bonnet. The M8 pinches the M850i's 4.4-litre twin-turbo V8, but here it develops 616 brake horsepower and 750 Nm of torque. The engine rests on stiffer mounts, and there's a new exhaust system too. Power is sent to an X-Drive all-wheel drive system via an 8-speed Steptronic box, with BMW claiming 0-62 miles an hour takes 3.2 seconds for the coupe and 3.3 for the drop top. Top speed is naturally limited to 155 miles an hour, but an optional M-Driver package removes the limiter, allowing the M8 to continue up to 189 miles an hour. For the M8, BMW claims the X-Drive system is distinctly rear-biased, bringing the front wheels into play only when the back axle breaks traction. Deactivating the traction control unhooks the front axle completely, turning the M8 into a rear-wheel drive car. Meanwhile, steering suspension changes from those of the M850i sound minor in comparison. The M8 gets the same adaptive suspension hardware as the M850i, but here the front axle boasts increased negative camber.
The brakes are M-Division drilled, inner vented discs with six piston calipers are standard, and carbon ceramic ones are optional. The new brakes are fitted with an M-Develop control module, bringing comfort and sport mode to the braking system, and alter the amount of pedal pressure required to slow the car. It certainly sounds and looks rather exciting. We'll be driving it very soon, but in the meantime, what do you think to it? Leave your comments below and subscribe to the channel. Ja, wie er gerade gesagt hat, schreibt mal eure Meinung zum neuen M8 in die Kommentare, wie ihr den ganzen findet. Ich meine, überwiegend alle werden den wahrscheinlich übertrieben geil finden, aber es kann sich den sowieso keiner leisten. Aber an sich, ich meine, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch der M8 gefällt, lasst einfach ein Like da und ja, folgt mir auf Instagram. Peace.